Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider. Wieder mit der Sarah dabei und einem Sonnensegelschirm. Sonnensegelschirm. Brauchen wir ja. So, wir sind immer noch auf der Suche nach unseren... Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Genau. Oh, wie praktisch, wir kriegen unsere Sachen wieder. Ja, zum Glück. Keine Angst mehr haben. Ich brauche was zum Durchschneiden. Ach so. Geil. So. Der Supertrooper. Gibt's da drin Piranhas? Mal schauen. Warte, wie ging das nochmal? Sieht nicht so aus. Sieht nicht wirklich. Ah, was ist da? Willst du nicht erst auftauchen? Nee, die kann das. Ah, stimmt, wir haben ja jetzt die Fähigkeit, dass sie länger tauchen kann, gell? Ja, die hatten wir davor auch schon. Die war von Anfang an. Okay. So. Meinst du, dass der Pilot tot ist? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht war er nicht tot, aber wurde jetzt gefangen genommen von den Ureinwohnern. Da ist ein... Ah, oh, das ist so ein... Wie heißen die? Tapir oder sowas? Heißt nicht so? Ich weiß nicht. Gibt's bei Far Cry 3 auch, das sind so Flussschweinchen-Dings da. Mit so einem kleinen Rüssel, ich finde die so putzig. Wo ist er hin? Wir sind hier nicht sicher. No. Oh, eine Feder. Vielleicht kann ich damit den durchschneiden. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, okay. Er tritt doch dagegen. Ich tritt gleich dagegen. Oh. Was? Voll die große... Heuschrecke? Nee, Käfer-Heuschrecken-Dings. Ach so, ja dann. Ja, das sieht... Also manchmal. Verdammt! Oh nein, jetzt müssen wir leider ins Wasser. Wahrscheinlich kommen die Aale jetzt. Oder nee, die heißen nicht Aale, die heißen die denn? Barracuda. Die tut sich doch auch weh. Ah, da ist er! Muss ich was machen? Wahrscheinlich. Gerade muss ich nichts machen. Okay. Jetzt hast du was zu essen. Ja, voll gut. Brüllaffen. Ah, nee, falsche Richtung. Ja. Da war das Seil. Gut, aber es ist stumpf. Muss es irgendwie schaffen. Ach komm, kannst du da ein bisschen rumzippeln. Aber das ist cool. Okay, für später. Ey, scheiß Affen. Ich schneide euch gleich ab. Was? Das haben sie gehört. Ah, da ist er. Oh, da ist noch einer. Oh, die sind so süß. Ach, nee, das ist so ein Wasserschwein. Ich dachte, das war ein Tapir. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Die ist so geizig. Ja. Gierig. Geizig ist sie auch. Okay. Gierig meinte ich. Du hast wieder. Der ist wieder, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Ja, bin so stark. Achso, und von denen kannst du dann irgendwie so Gift sammeln, oder? Von wem? Ja, von diesen Heuschrecken. Sein. Das weiß ich gar nicht. Ah, ups. Oh, Blumen. Für Jonah? Blumen für Jonah, wie süß. Voll daneben. Ich wusste gar nicht wohin. Ich habe einfach mal geschwungen. Du hast einfach mal geschwungen. Ja. So, da geht's auch hoch. Ah, da ist noch eine Kiste, aber die falsche. Was sind denn die?
Ein Boom. Du kannst da schwingen. Ja. Ist das eine? Nee. Ich brauch diese Holzkisten da. Ah, das sind diese krass giftigen Dinger. Ja. Schnell weg. Aus denen kannst du dann Gift holen. Oder? Fährt vor deine Nase. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt so, zurück ins Lager. Zurück ins Lager, du musst schärfen. Das ist genau dasselbe, wenn man beim Let's Player zuschaut und dann so, oh komm, da ist doch die Kiste. Ja, aber jemand einfach, dass die Versteckten sozusagen als erstes findet und die fett vor der Nase ist. Keine Ahnung. Ja. Sehe ich nicht. Nö, sehe ich nicht. Und wozu mussten wir jetzt das müsste scharf genug sein. Sammeln, wenn wir einfach einen Stein hätten nehmen können? Man kann nicht jeden Stein nehmen. Sie hatte gerade einfach einen Stein genommen. Ja, weiß ich doch nicht. Aber man kann nicht jeden Stein nehmen. Mhm. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, das andere. Wo wir vorhin vorbeigekommen sind. Und dran rumgezuppelt haben. Zuppel. Oh, das sind so süße Tiere. Auch Bäume klettern drinnen. Cool. Oh, ich freue mich schon auf der Urschrei. auf die Stealth-Take-Offs dann. Auf die was? Auf die, wenn man auf den Bäumen ist und mit dem Pfeil die Bösen dann hochschießt, so ungefähr. Mhm. Also die Pfeile. Ja. So. Ah, jetzt ruckelt doch nicht. So komisch, das ganz am Anfang hat es gar nicht geruckelt und dann plötzlich jetzt voll angehört. Yeah, genau das. Geiler Bogen. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Damit wir es schwerer haben. Ah, der Bogen gefällt mir echt gut. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Ach, plötzlich geht's nicht mehr. Er kann ja auch sein, dass er uns nicht hört. Und für ihn ist ja öfter so. Gut, dann holen wir mal kurz die Blumen. Für jetzt Miguel. Je nachdem, wen wir zuerst finden. Der wird doch bestimmt entführt, der Miguel. Ja, wahrscheinlich eher Jonah. Nein, ich bin für Miguel. Da können wir hochklettern. So ist irgendwas unten. Okay, wir kommen vielleicht noch später vorbei. Boah, ich will das auf jeden Fall dann nochmal durchspielen. Man kann, wenn man das komplett durchgespielt hat, kann man mit dem Stand. Oh, da leuchtet was. Da leuchtet was. Kann man einfach weiterspielen? Kann man quasi von vorne spielen, aber man hat alles, was man schon gesammelt hat, also die Skills, bla bla und. Miguel! Über Assassin's Creed. Ja, genau. Und dann mit der geilen Rüstung rumrennen kann. Ja. Aber ich will jetzt kurz noch das glänzende Ding da bekommen. Du Elster. Meinst du, ich sterbe, wenn ich einfach runter. Ich hab noch nicht fertig gefragt. Ja. Komme ich da hin, wenn ich springe? Dann gehen wir halt die langweilige Tour. Ups. Die langweilige Spur. So. Ich hab doch noch gar nicht geblickt. Warte, wie geht das hier? Was muss ich hier drücken? Wahrscheinlich auch 10, ja. Das hätten wir besser machen können. Ich will da runter. Dann lass los und mach die. Ah, du hast keine Axt! Ich hab keine Axt. Ach so! Du kommst da noch gar nicht hin. Naja, manchmal, wenn sie nicht reagiert, dann kann sie noch gar nicht reagieren. Gut. Wieder was gelernt. Super. Schade. Ja, also du musst ja auch ein bisschen Grund haben, das nochmal durchzuspielen. Ja, stimmt auch.
Es ist wie bei den Lego-Spielen, wenn du dann alle Charaktere hast. Und dann zum Beispiel bei den Star Wars-Lego-Spielen, wenn du dann endlich die dunkle Macht benutzen kannst. Wieso soll ich die dunkle Macht benutzen? Ja, damit du alles kriegst. Miguel! Die ganzen Minikits. Das gefällt mir gar nicht. Ein Lagerfeuer. Miguel! Das ist ein Schuh. Wo bist du? Entführt. Oh nein. Ach, es soll Menschenfresser da geben. Ja, ich sag doch, der wurde entführt. Miguel? Miguel? Von einem Naturfall. Der hat ziemlich viel geblutet hier. Oder die waren einfach mit Blut eingeschmiert. Wieso soll... Nein. Hä, warum nicht? warum du, nicht? Hast du was gegen Leute, die mit Blut angeschmiert sind? Ja, natürlich. Warum? Die sind, so schick. Nicht vertrauenswürdig. Mhm. Tobi, das ist eine rote Farbe. Okay. Soll ich direkt einen Weg machen oder ich... was ist denn los jetzt? Okay, hier ist sowieso noch nur ein kleines Feld. Das ist ein Tagebuch oder so. Hab auch gerade gesehen. Nein, lies es doch vor. Oh, das hat mir bei den anderen so gefallen. Ja. Auch wenn es manchmal so unnützes Zeug war. Aber. Schön, weil man hat echt Hand. Oder halt so schöne Geschichten gehört. Warum ruckelt das so? Weiß ich echt gerade nicht. Wir haben nichts geändert. Miguel! Doch, wir haben die Stimmen ein bisschen lauter gemacht. Nee, aber es war ja gestern auch schon, hat es ja auch schon angefangen, bei der zweiten Aufnahme zu ruckeln. Stimmt, ja. Wieso hat sie jetzt eigentlich Pfeile? Sie hat nur einen Bogen rausgenommen. Der war dort drin. Nein. Ich hab's aufgenommen, wir können es nochmal nachschauen. Okay. Nein. Okay. Das ist alles von einem Tier. Das macht es irgendwie nicht besser. Ich tu mal den Tee weg. Oh. Wieso? Oh, Jaguar. Oh. Und die Brüllaffen. Den Sound haben die schon Hammer gemacht. Oh. Oh. Jetzt kann ich das machen. Heilige Scheiße. Tja, vielleicht waren es doch kein Naturvolk. Vielleicht wird er doch nicht entführt. Aber ein schöner Tod war es auf jeden Fall nicht. Nee. Hä, wo liegt? Ich sehe den gar nicht mehr. Miguel! Mach mal Piep! Warum guckst du nach da? Warum guckst du nicht nach vorne? Weil da die Affen sind. Und vorne, ja, da kann ich schneller reagieren, als jetzt, wenn er von der Seite kommt. Hier muss ich vorsichtig macht sein. Macht keinen Sinn, wenn du nur in die Richtung und nicht in die andere guckst. Ich hab's gerade... Hast du gerade ein bisschen Angst? Ja. Ja, wie ist irgendwie... Das ist schon komisch. Vor allem ist auch so große. Ja. Das ist richtig merkwürdig. Ich schaue nochmal nach der Aufnahme. Was da los war. Ja, schlammig. Aber das ist gut. Also,
Ja, die rennen weg, das ist auch gut. Ja, warum verfolgen wir die? Weil wir nirgendwo anders hinkommen. Kommt auch eine Zwischensequenz. Ja. Die Jaguare besiegen. Ah, vor dir! Ja. Das ist es. Der kommt jetzt von der anderen Seite. Der andere ist nicht mehr. Ja, wohin schieße ich denn? Auf jeden Fall nicht auf den Jaguar. Das funktioniert. Naja. Nein. Tut er nicht. Ah. Da war jemand. Ah. Ja, C. Wow. Was stand damit Geräusch? Keine Ahnung. Wow. Da stand nämlich Jaguare und nicht Jaguar. Oh, fuck. Oh, dieser dunkle Ton ist sogar. Los, Jonah! Rette sie! Aber sie macht's genau richtig. Nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen gucken. Oh, wow, krasser Typ. Ja, such mir bitte Jonah. Ja. F1? Also ich glaube... Dem Miguel, den geht's gut. Also die Hälfte von ihm. Deine Hälfte. Oh, der Arme, ey. Oh Mann. Aber voll cool, wenn ich so Schlammdinger finde, also die da, und ich weiß nicht, ab wann ich das machen kann, aber ich kann mich dann, oder die Lara kann sich dann damit vollschmieren und dann ist sie einerseits für die großen Wildtiere nicht mehr so gut witterbar. Mhm. Und sie kann sich dann viel besser verstecken, was auch cool ist. Puh, geiler Baum. Mhm. Fels? Baum. Baum? Fels? Baum? Keine Ahnung. Okay. Coole Arena. Ja. Boah, das war anstrengend. Aber da ganz hinten war noch was, gell? Mhm. Da vorne auch. Das meinte ich nicht. Ich meinte da. Das meinte ich auch nicht. Das da. Das da? Mhm. Das war's. Also zwei Lederdinger. Das war das. Ach so. Ich dachte, das war ein Teil der Buch. Mhm. Aha. Ja, offensichtlich. Whatever. Puh. Aber das brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich liebe das Geräusch von. Ja, also das dieses so richtig tiefes Grollen. Ja. Also das Brüllen von Löwen oder so, das ist nicht ganz so beängstigend als dieses Knurren. Also dieses Schnurren. Das gehört zu dem Wrack. Richtig. Jonah!
Ja, mach die mal sauber. Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Dieses. Ach. Angst haben. Okay. Kiste. Habe ich natürlich gesehen. Und das daneben auch? Ja. Mhm. Wo? Genau vor dir. Hä? Achso, sie ist gerade. Ja, habe ich natürlich getippt. Haben wir das auf schwer gestellt? Nein. Warum? Weil hier. Da drüben ist ja die Kante. Ah! Aha. So schwer gestellt. Das Flugzeug! Dafür ist es so. Jonah! Bist du da? Erstmal eine Feder sammeln. Ja. Und Blumen für den Jonah? Ja, die Blumen waren schon immer für dich gedacht, nicht für Miguel. Der wollte die irgendwie nicht mehr. Voll dreist. Fällt dir was auf? Ja. Was denn? Keine Ahnung, mir fällt ziemlich viel auf, was bei dir. Vorhin beim Kampf hieß es, dass ich kaum noch Pfeile habe und jetzt habe ich nur noch 2 Pfeile im Köcher. Krass, gell? Oh. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Oh. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Ja. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Jetzt ist er dort. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ja, Mann. Endlich wieder Jonah bei uns. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Wollen wir uns nicht... Ja. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Der wartet irgendwie. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wieso armer Kerl? Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Okay, jetzt. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse?
Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Schnell, bevor er wieder anfängt. Weißt du, wenn es um Rache ginge... Nein, geh doch nicht mehr hin. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich es verstehen. Es ist keine Rache. So, jetzt. Wir müssen nämlich jetzt. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem nachdem Miguel. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Gut. Das klang voll kalt. Das wäre jetzt nicht so hilfreich. Gut, ja, ich schaue jetzt mal, ob es mit dem Rucklern, was ich da machen kann. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Tüdelü. Tüdelü. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Juhu.